Hallo, wir sind auf der Suche nach Antworten. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, freilich. Die Fragen entstanden im Rahmen unseres Workshops und sind auch zum Teil vom Fragebogen von Max Frisch. Die Antworten verwerten wir in unserem kleinen Theaterstück und auch auf dem Stadtrecherchenblog. Okay. Was ist Ihr Hobby? Sport, Yoga vor allem und zu Hause entspannen. Was denken Sie, wenn Sie die folgenden Wörter hören? Glaube, Liebe, Hoffnung. Sind Dinge, an die man sich hängt, wenn es einem, glaube ich, nicht so gut geht. Können Sie ohne Hoffnung denken? Nein. Glauben Sie an Gott? An irgendetwas. Ob es ein Gott ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, es gibt noch etwas danach. Würden Sie einem Armen helfen auf der Straße? Ja, natürlich. Wurden Sie früher gemobbt? Nein. Lieben Sie jemand? Ob ich jemanden liebe? Ja. Ja. Würden Sie einem Verletzten helfen? Ja. Mögen Sie Tiere? Nicht alle. An was glauben Sie? An das Positive in jedem Menschen. Was denken Sie über Freundschaft? Ist ganz, ganz wichtig, ohne der geht's nicht. Wer hat die Menschen erschaffen? Das fragst du mich als Biologielehrerin, ja. Das ist alles entstanden in der langen Evolution und ja. Also da glaube ich nicht, dass es Gott getan hat. Was bewegt Sie? Was meinst du jetzt? Ja, halt. Was bewegt Sie? Sport sozusagen. Okay, was bewegt mich? Das ist jetzt eine große Frage, da kann man so viele Antworten geben. Ja? Also mich bewegt in der Schule ihr Schüler, wenn ihr mitmacht, so, und dann habe ich die Bewegung in mir, wieder was Neues zu tun mit euch. Und zu Hause meine Familie und manchmal einfach meine innere Unruhe, dass ich ständig was tun muss. Wie stellen Sie sich Armut vor? Furchtbar, glaube ich, ist das. Sammeln Sie Kunst? Wie viel Geld möchten Sie besitzen? Ich will nicht viel Geld besitzen, ich will einfach glücklich und gesund sein und mit netten Menschen umgeben. Dann ist es mir egal, wie viel Geld ich habe. Was ist Ihre Meinung zu Rassismus? Ganz, ganz furchtbar. Sind Sie sich selber ein Freund? Wahrscheinlich zu wenig. Ich schaue wahrscheinlich zu wenig auf mich, sondern mehr auf andere. Achso. Würden Sie einem Menschen mit Behinderung helfen? Ja. Okay, dann sind wir fertig mit dem Interview. Danke für Ihre Antworten. Ja. Sehr gerne.